Hallöchen zurück zu Super Mario 64 Fallen Starisch. Heute gibt's finale Levels und so, mit nur noch 3 Sterne fehlen für mich jetzt hier. Also hier, wie wir suchen jetzt die letzten paar Sterne und wir haben das Bowser Level hier, das ein Eislevel ist mit Lava drin. Ein Leben will kein Schwein, aber egal, es ist da. Ist das hier mit dem geheimen Bar? Schade, leider nicht. Okay, eine rote Münze haben wir schon, fehlen nur noch 7. Aber wenigstens bald das hier. So, hier ist noch eine rote Münze. Ja, so schwer sind die ja wirklich versteckt, sind denn rote Münzen. Hier ist noch eine Kiste. Was ist denn da drin? Wahrscheinlich ein Leben wieder. Was will ich mit diesen vielen Leben? Ich weiß es nicht. Die Musik kommt, glaube ich, nebenbei aus Mario Party. Genau, ich komme um. Auf und ab geht die Lava, war schon immer lustig. Na gut, von mir aus. Aber egal, ich habe einen Stern gesehen. Also ich denke, ich weiß, wo ein Stern ist. Heißt so viel wie, lassen wir die roten Münzen gerade mal weg, denn ich glaube, ich weiß, wo noch ein Stern ist. Und zwar da hinten drin. Ja, das wird wahrscheinlich stimmen. Ich bleib gerade hier, ne? Also wenn mir das Spiel wieder so rumkommt und mir wieder unnötigen Schaden gibt, dann bleibe ich gerade am Anfang. Es kann doch nicht so schwer sein, da reinzukommen. Ich bitte dieses Spiel. Ach komm schon. Kann ich da jetzt nicht einfach rein? Dankeschön. Okay, wir sind oben. Was? Das ist noch mehr Lava. Was zur Hölle? Noch mehr Lava. Ah. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Wieso auch immer gerade ein Teilsprung gemacht worden ist, also dieses Tauchzeug da. Wo er dann versucht zu tauchen. Und nochmal anspringen, okay. Und da ist ein Geheimstern. 22. Wunderschön. Dann würde ich sagen, gibt's in dem Lava-Level noch einen roten Münzstern. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, gibt's, glaube ich, noch am Ende vom Ganzen einen Stern. Denke ich mal. Ich glaube, als ich Skillux schon mal was fragte nach diesem Hex, meinte er, dass man einen Stern für das Behalten vom Spiel bekommt. Also so viel wie Bowser besiegen, gibt man auch einen Stern. Nicht vergessen, hier ist irgendwo noch eine rote Münze, und zwar hier. Insofern geht es nur diese rote Münze, den roten Münzstern hier zu holen. Das wird schwierig. Nicht wirklich. Außer das hier passiert wieder, was halt natürlich toll ist. Stier. Oh man. Woody ist im Eis. Was ist kaputt? Die Welt ist zerstört. Balen, Matrix und was weiß ich. Voll witzig. Okay, was haben wir hier? Noch ein paar Bullies. Rote Münzen wären auch ganz nett noch. Denn die brauche ich. Aber ich denke, ich finde hier keine. Insofern gehen wir gerade da lang. Oh, Bulli, willst du dich mit mir anlegen? Jupp, da ist noch eine rote Münze. Weil das andere sah mir einfach zu sehr nach dem normalen Weg aus. Okay, hier komme ich nicht einfach so hoch. Sehe ich schon, sehe ich schon. Gut, 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 akzeptiere ich. Bei rutschig und Boden kann man, glaube ich, nicht einfach so mit AB hochkommen. Leider nicht drin. So, mal gucken, was haben wir hier schönes, bitte. Wir haben hier eine Box, wahrscheinlich auch wieder mit einem Leben, einem One AB. Wow, fast ist schon runtergerutscht. Man kann ja diesen, ach toll, man kann ja diesen Dinger nicht festhalten. Auch toll. Ja, man kann einfach hier stehen bleiben. Okay, finde ich auch toll. Also, das hätte ruhig rutschig sein können. Dagegen hätte ich nichts gehabt. Und jetzt da lang noch. Hä? Das ist da oben dann. Wir haben hier oben anscheinend das Ende. Das Ende vom Ende.
Sowas für rote Münzen fehlen mir noch und wie viele eigentlich? Ich habe schon 5 Stück, glaube ich. Ja, 5 Stück. Nicht, dass ich mich jetzt hier irgendwie verzähle und dummes Zeug schwafele. Nee. Wo sind... Achso, da zum Beispiel. Wollte gerade schon fragen, wo sind denn dann die letzten roten Münzen? Okay. Ah, hier ist noch einer. Da kommen so tolle Dinger aus dem Boden raus. Ja, komm schon, ey. Das war jetzt aber unfair. Okay, dann muss ich dich wohl töten, um an Münzen zu gelangen. Denn ich möchte jetzt nicht am Feuer an der Lava sterben. Okay, ich brauche noch einen Gegner. Und ich mache Wende. Jetzt nicht mehr. War hier nicht immer noch... Ah, da war noch ein Bulli, aber der wird mir nicht viel bringen. Ich brauche noch ein Leben. Dankeschön. Also Energie, kein Leben. Energie, meinte ich. Ja, das sollte mir jetzt reichen. Mehr Geld. Ach, mehr Geld. Mehr Leben brauche ich nicht. Ich kann wahrscheinlich sowieso nicht mehr bekommen, weil diese Bullies kann ich nicht töten. Also nicht mit Profit töten, weil da keine Lava ist. Ich kann es zwar runterwerfen, aber das bringt mir wenig. Weil da bekomme ich die Münze eh nicht, insofern. Okay, mal gucken. Das heißt jetzt so viel, wie ich muss. Da hochkommen noch. Yay, geschafft. Adrenalin pur. Boah. Da rast mein Herz. Und da ist der rote Münzstern. Das Level gefällt mir, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Hier ist nämlich kein unnötig großer Gegner-Spam und wir haben einen relativ guten Schwierigkeitsgrad und ein schönes Level einfach. Das Level gefällt mir wirklich sehr gut. Muss ich bis jetzt einfach mal sagen, hier so. So, ich würde sagen, fehlt nur noch Bowser. In der Welt gibt es nichts mehr zu holen. Wenn es dann weitergeht, ja, dann geht's weiter so. Ne? Also wenn es keinen Stern nach Bowser gibt, wird es immer noch einen Geheimstein geben oder sowas. Aber den werden wir gleich später finden noch dann noch. Wir werden sehen. Heißt einfach nochmal kurz auf zu Bowser. Ach, die Musik ist wunderschön. Die kommt aus Mario Party 1 von irgendeinem Bowser-Brett. Was genau, weiß ich auch nicht mehr. Aber es war ein tolles Brett. Und Mario Party war ein tolles Spiel. Na, hoppala, da war... Wollte ich was anderes machen? Genau, gegen die Wand, mach nochmal Schaden für dich selbst, Mario. Du bist so ein intelligentes Wesen. Nicht wirklich. Aber hey, man kann lügen. Für Mario ist alles okay. Na, das hätte besser funktionieren können. Boah, das geht, wusste ich nicht. Okay, weiter geht's. Wollen wir vorwärts kommen? Der war mir im Weg, du Scheißbull. Geht's das? Sie stehen mir im Weg. Böse Bullies hier. Das bullen sie mich und machen mich langsamer, damit ich mich schlecht fühle. Ja, schön, dass ich mich in die Wand mit den Kopf anschlage hier. Und... Gut, gucken wir kurz noch nach, ob irgendwas ist. Ein Stern oder sowas? Nein, ist nichts. Gehen wir zu Pause. Was? Kein Pause? Ja, kein Pause. Das war's. Wow, das war jetzt unspektakulär. Ja, ich sehe kurz da. Und jetzt, habe ich den Hack durch? Ja, Bowser ist leer. Schön gut, da gab es gar keinen Bowser. Also, ich bin jetzt fertig, oder was? Ja, bin fertig. Ich habe mal einen Livestream von diesem Spiel gesehen. Heißt, so viel wie ich weiß, dass es noch etwas gibt, was man... Ah, nicht schon wieder. Egal, beenden wir es hiermit. Ich habe noch einen Livestream gesehen, wo man noch, durch einen... paar Kitschereien und Siegbezeugs so ins normale Mario 64 zurückkommen, aber ich sehe keinen Grund, das jetzt hier zu zeigen, weil dann Leute nur anfangen, diesen Hack zu zerstören, das will man ja auch nicht. Insofern, das war's. 24 Sterne, gibt kein Bowser-Kampf oder sowas anscheinend. Das war's. Arrivederci. Schön für dieses kurze Let's Play. Bis zum nächsten Mal.